Im heutigen Origami-Tutorial will ich euch zeigen, wie man so ein Origami-Shuriken bastelt. So soll er am Ende aussehen und er hat sogar die Funktion, dass man den, wie schon der Name sagt, Shuriken sogar auch werfen kann. Wie wir zu diesem Endergebnis kommen, will ich euch jetzt im Laufe des Videos natürlich Schritt für Schritt erzählen. Was wir dafür benötigen, sind folgende Materialien. Eigentlich benötigen wir nur ein Material, und zwar ein quadratisches, oder besser gesagt zwei quadratische Blätter. Im ersten Schritt natürlich packe ich eins weg, dadurch, dass wir nur eins erstmal am Anfang benötigen, und das zweite kommt dann im Laufe des Videos natürlich hinzu. Der erste Schritt sieht wie folgt aus, dass wir das Ganze quer falten, so dass wir eine Mittellinie haben. Und darauf natürlich achten, dass wir gerade falten. Wenn wir das Ganze haben, dann öffnen wir das Ganze, drehen das Blatt seitlich, so dass wir dann die Möglichkeit haben, die untere Hälfte zu nehmen und bis zur Mittellinie zu falten. Das wiederholen wir natürlich, indem wir das Blatt nochmal drehen und nochmal bis zur Mittellinie falten. Und wieder darauf achten, dass wir gerade falten. Und natürlich schließen wir das Ganze, dass es dann so aussieht. Jetzt nehmen wir das zweite Blatt Papier und wiederholen diesen Vorgang, wie gerade eben, nochmal. Und zwar, wir falten quer, so dass wir eine Mittellinie haben. Öffnen das Ganze dann wieder, drehen das und falten wieder bis zur Mittellinie, also die eine Hälfte. Drehen das ganze Blatt nochmal und wiederholen den Vorgang wie gerade eben und achten natürlich wieder darauf, dass wir dabei gerade falten. Und falten das Ganze wieder zusammen. Jetzt müssten wir zwei identische Blätter haben, die dann so aussehen. Jetzt können wir das eine nochmal zur Seite legen. Das nehmen wir gleich wieder, da wir es gleich benötigen. Aber erstmal wenden wir uns dem Blatt wieder zu. Der erste Schritt sieht dann wie folgt aus, dass wir das Ganze falten. Dazu nehmen wir die eine Hälfte oder besser gesagt die eine Kante und knicken das so, dass ein kleines Dreieck entsteht, oder besser gesagt eine kleine Spitze. Dann wenden wir uns, wenn wir das haben, dem Ende des Blattes zu und wiederholen diesen Vorgang natürlich in die entgegengesetzte Richtung. Das Ganze sieht dann natürlich so aus. So sollte es dann aussehen. Jetzt packen wir es zur Seite, nehmen das andere Blatt Papier und machen dasselbe wie gerade eben, bloß dass wir diesmal in die andere Richtung falten. Das heißt nicht nochmal so, sondern in die entgegengesetzte Richtung, also spiegelverkehrt machen. Also wie wieder am Anfang darauf achten, dass gut abschließt, sodass eine gute Spitze entsteht. Und am Ende natürlich machen wir dasselbe wieder quer, also spiegelverkehrt. Dann wird das Ganze, wenn es zusammenlegt, wie ein kleiner Pfeil aussehen. So, wenn wir das haben, dann richten wir uns wieder dem einen Blatt zu, ist egal welches man nimmt jetzt, und wir falten so, dass natürlich, kleinen Moment, hatte hier gerade nämlich einen Fehler ab, so, dass das Ganze dann so aussieht. Also das heißt, wir falten das ganze Blatt quer, sodass ein größeres Dreieck entsteht, und wenn wir umdrehen, dann sollte es
gut abschließen. Das heißt, sollte so aussehen. Und natürlich wiederholen wir den Vorgang mit der anderen Hälfte. So dass wir dann wieder umdrehen können zur Kontrolle. Dann sieht das Ganze so aus. So sieht es vorne aus und so sieht es von hinten aus. Wenn wir das haben, legen wir das zur Seite, nehmen das andere Blatt und wiederholen diesen Vorgang erneut. Das heißt nicht so, sondern so, drehen wieder um zur Kontrolle oder zum besseren Knicken. So, drehen wieder um, machen dasselbe nochmal unten. Nochmal umdrehen, Kontrolle. So, wenn wir das Ganze haben, dann sieht es ungefähr so aus. Jetzt haben wir zwei fast identische. Jetzt nehmen wir das Ganze, drehen das eine und machen es so, dass das Ganze dann so aussieht und fügen das andere hinauf, sodass das Ganze dann so ungefähr aussieht. Jetzt nehmen wir die eine Kante und knicken das so, indem wir das hier einfügen, oder besser gesagt reinfügen. Natürlich sollte das hier keine Wurzel haben, sondern einfügen. Also bis nach unten knicken. Drehen das um und wiederholen den Vorgang erneut, indem wir wieder in die Tasche hier reinfügen. So. Wenn wir das haben, dann sollte es ungefähr so aussehen. Jetzt wiederholen wir das, indem wir es umdrehen und das Spielchen aufs Neue machen. Das heißt, wir knicken das Ganze und fügen das Ganze dann hier ein. Und dadurch, dass wir das Ganze natürlich hier reinfügen, hält sich das selbst. Jetzt machen wir das Letzte noch, und das sollte dann hier rein. Und ja. Fertig ist das zwar nicht gerade hübsche, aber trotzdem funktionierende Shuriken. Wenn man vergleicht zum davor, sieht es zwar das vorige besser aus, aber es hat doch sein Ziel erreicht. Und ja, funktionieren tut es bestimmt auch, ja. Also von daher sind wir dem Ende. Und ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Basteln der Shuriken und natürlich auch beim Werfen. Nur darauf achten, dass natürlich niemand dabei verletzt wird.
Dann bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Ausgabe von ja, wie man Origami bastelt. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht zuzuschauen und natürlich auch Spaß beim Basteln gehabt. Und bis zum nächsten Mal bei Zircon 990.